Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und ja, ich habe eine vollständige Folge gemacht mit einer fetten Schlacht. Ja, hier sind zwei Armeen, die haben meine Armee hier angegriffen und ich habe heroisch gewonnen und ja, ich habe nicht aufgenommen. Super, das heißt, alles nochmal von vorne. Also, ich habe hier einen neuen Agenten ausgehoben. Den da, oder? Nee. Oh Mann, jetzt habe ich die nicht. Ja, okay. Okay, das sind jetzt alle andere. Oh, verdammt, schade. Nee, das war nämlich eine, die hatte. Die hatte 5% Forschungsrate noch dazu, also war ganz gut. Aber naja, egal. So, genau, hier gehe ich gerade hoch. Das ist alles so, wie es sein soll. Genau. Aber das Gute war, also in der Schlacht ist mein General gestorben, natürlich ganz zum Schluss, als alles gewankt ist. Und der ist vom Pferd gefallen. Und dann hat er ängstlich nach seiner Mami gerufen und ist dann vor Scham gestorben. So. Nee, nee. Die öffentliche Ordnung ist hier nicht so super. Minus 8 durch Charaktere. Du musst meine. Genau, die da habe ich nach da geschickt, damit ich sehe, was hier los ist. Genau, 500, das ist nichts. Genau. Und was gut war, Armenien hat mir, ich glaube, 1300 oder 2000 Gold angeboten, um Frieden zu schließen. Und das habe ich natürlich angenommen. Hier habe ich Kavalleriekommando genommen, damit wir hier auch endlich. Das ist der Feind. Damit wir auch endlich auf Pferde gehen können. Genau. Ich bin mal gespannt, was jetzt alles so kommt, wie es vorhin gekommen ist. Genau, das kenne ich. Das kenne ich alles gleich. Ah, 1000. Ja, okay, jetzt. Ja. 1700 passt. Genau, und Rom müssen wir mal aus Apollonia rausschmeißen. Weil das war ja nicht historisch, ne? Apollonia gehörte Makedonien. Und demzufolge, genau. Genau, er macht's wieder. Gut, dann, ja. Kämpfen wir wieder. Also, er hat sich ziemlich dämlich angestellt. Also, das ist die eine Karte, wo wir uns hier unten ja zweimal einbunkern. Und ja, das ist also einmal hier und einmal hier. Und das geht voll klar. So, die da haben wir hier hingestellt. Genau, aber näher zusammen. So. Flup, flup, flup. Den haben wir ein bisschen breiter aufgestellt. Dreierreihe haben wir gemacht. So. So. Genau. Nee. Hier haben wir zweimal die Halbtoten hingetan. Das sind die. Dann haben wir einmal hier eine und hier eine Pikeniereinheit. Das da ist, glaube ich. Das war, glaube ich, die. Ist ja egal, welche von Garnison oder von mir. Ist ja eigentlich wirklich wurscht. Zurück, zurück, so, hier.
Warte, nee. Der andere hat ein paar Einheiten mehr. Oh. Das heißt, der kommt hierhin. Die sind ein bisschen enger aufgestellt. So. Warte, ein bisschen dünner, schmäler. So. Gut. Dann haben wir. Warte. Dann haben wir hier eine Reihe aufgebaut. Und hier eine Reihe. So. Und die da haben wir hier aufgestellt. Falls er hier kommt. Und das hat er eigentlich nicht gemacht. Aber trotzdem will ich mich genauso aufstellen, wie ich mich aufgestellt habe, damit das eigentlich genauso ist wie vorhin. Und nicht gefälscht. Genau, hier habe ich zwei hingestellt. Falls die da Druck aufüben, die habe ich hier aufgestellt. Ich glaube, das war's. Genau, ja. Ich glaube, so war es. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Genau, von da hinten. Ja, ich glaube, so passt es. Jo. Dann bitte hier Defensivmodus einstellen. Und jetzt mal schauen. Ich habe, glaube ich, in der Schlacht nur 300 Leute verloren und er hat fast alles verloren. Mal schauen, ob ich jetzt besser oder schlechter bin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich den General behalte. Obwohl der, also der ist halt noch ein Newbie, also der hatte nur einmal motivieren. Aber trotzdem, durch diese Schlacht hat er sicher. Schön. Cool, dieses Mal geht er nicht auf die Schwachen, sondern wirklich auf die Starken. Okay. Das ist jetzt. Okay, er macht's anders als davor. Okay, 3 hat der Charge gekostet. Hier hat er 6 gekostet. 4. Und hier 6. Ich mach mal die da zu 1. Damit ich. Also die Plänkler muss ich wirklich fokussieren, weil die haben am meisten Rüstungsdurchschlagen. Oh, das war eine geile Salve. Rüstungsdurchschlagen und ja, sind am gefährlichsten für die Pikeniere. Und den General. Autsch. So, ja, Fernkämpfer angreifen. Aber hier blühen halt wirklich die. Krass, jetzt geht er ja nur auf die. Das ist heftig. Das ist ja richtig heftig. Warte mal. Da mache ich was. Da mache ich mal was.
Ja, das ist halt gerade wie so ein Ameisenhaufen. Okay, hier geht's noch gut. Okay, jetzt kommen die ganzen anderen. Sich haben die nur noch. Die haben nur noch 80. Ja. Ich muss ja wirklich versuchen, die Plänkler tot zu bekommen. Das war vollständig. Jetzt kann ich halt auch keinen Charge mehr machen, weil jetzt kommen hier lauter Nahkämpfer. Das ist schon heftig, wie viele Fernkämpfer der hat. Und jetzt wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, er hätte die einfach hier aufstellen müssen, davor eine, also die Abschotten und dann einfach die schießen lassen, weil ja, dann hätte ich keine Chance. Ich hätte sowas von keine Chance. Gut, der wankt. Der wird auch gleich wanken. Oh. Das war bitter. Ich muss zugeben, jetzt holt er mehr aus seinen Fernkämpfern raus, ehrlich gesagt. Also, er greift mehr mit den Nahkämpfern die Seite an und mit den Fernkämpfern greift er mehr die an. So, aber er fokussiert nicht, das ist gut. Könnte ich noch mal einen kleinen Ausfall wagen? Na, nee, jetzt nicht mehr. Weil jetzt kommt er hinterher. Okay, da sind noch. Da ist noch eine ganze Kavallerieeinheit. Aha. Du gehst mal dahin.
ihr geht mal langsam dahin. Langsam. Das war, glaube ich, nicht ganz so cleverig. Aber ich glaube, ich habe ihn ein bisschen irritiert. Das ist die Hauptsache. In der Charge von hinten. Und hier von der Seite. Jetzt kann ja auch ich hier ein bisschen aggressiver vorgehen, damit die Pferde im Rücken nicht so alleine sind. So. Dann gehen wir hier mal raus. Ah, da wäre irgendwie es sich stopft, ne? Okay. Die Kavallerie geht weg. Die kommt hinterher. Wobei die Kavallerie kann eigentlich hinterhergehen. Unser General wird angegriffen. Ja, ja. Wo sind die anderen? Ist der andere? Der feindliche General ist tot. So, die darf jetzt auch mal chargen. So. So. Sieht ein bisschen komisch jetzt aus, aber ich denke, das passt. Ja, tötet sie weiter. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Nee. Ich muss Männer wanken. Weiter. General bekommt
bekommt auch einen Charge. Hä? Eine Kavallerie von mir ist weg, oder wie? Achso, die da. Okay. So. Ich muss nämlich den feindlichen General töten. So. Ich glaube, dieses Mal habe ich nicht so viele bekommen. Weil ich echt jetzt? Weil ich früher rausgegangen bin. So, ich habe den feindlichen General verloren. So, einer ist auf jeden Fall ziemlich am Anfang schon gestorben. Aber geht er jetzt dahin? Das ist doch dämlich. Erschöpft außer Atem. Ja. Einen haben sie von hier und dann alle anderen von da. 740! Neuer Rekord! Ha! Cool! Ja, ich habe 40 weniger verloren. Habe aber dafür auch 100 weniger getötet oder so. Aber letztes Mal hatte ich 520 beim Maximalen. Und da habe ich auch gesagt, also ich brauche noch 30 und dann habe ich meinen letzten Rekord, den 550, geknackt. Oh, naja, aber dieses Mal ist der gestorben. Aber Alter. Und 2000 wieder, ja. Okay. Alter, 700. Das ist nicht viel. das ist viel. Alter, eine Einheit hat quasi Umsturz sabotiert. Mission erteilt. Eine Einheit hat quasi eine komplette Armee in Alleingang fertig bekommen. Forschungsrate, Autorität, Zolleinkommen, Bundesland, Maximal. Ich gehe aber hier nicht auf Autorität, sondern Geheimaktion. Forschungsrate. Na? Achso, ja. Geheimaktion. Ja, super. So, hier essen. So. Du gehst jetzt mal nach da. Das können wir, glaube ich, automatisch machen. Ja, da müssen wir aggressiv rein. Wegen der hat es jetzt wirklich mit Ü ziemlich verhauen. So. Nee, ich muss hier hin. Und den bestehle ich mal. Ja, okay, fehlgeschlagen. Macht nichts.
Öffentliche Ordnung brauche ich hier. So. Warte, du heilst dich mal erstmal, bevor du weitergehst. Hier, was ist hier? Ah, genau. Bewegungsreichweite, Verstärkungsrate. Ich brauche mehr Money. Konvertierung, öffentliche Ordnung, Steuersatz. Das wird gemacht. So, du? Ach du kannst ja jetzt mal feindliche Agenten jagen. Nee, kannst du noch nicht. Aber kannst auf jeden Fall mal darin Erfahrung sammeln mit anderen. So, du. Ah, okay, Apollonia gehört jetzt wieder den Spartanern. Wo wollte ich mit dir hin? In welche Richtung schaut er? Ach, da. Ah. Dann wollte ich vielleicht dahin. Genau. So. Alexander Stolz. Stolziert mal nicht rum. Du machst auch nichts. Vermächtnis macht auch nichts. Die 10.000 gehen hier rein. Und machen auch nichts. So, ich glaube, wir sind schon wieder fertig. Wir schauen mal wegen. Ah, Chimera. Wir mögen uns jetzt. Hallo, ich werde euch gerecht. Super. Eure Worte sind weise und würdevoll. Wir nehmen. Ich heiße euch willkommen, würdiger Ring. Nicht Angriffspakt mögen die auch nicht. Okay, die anderen wollen gar nichts. So, dann schauen wir mal kurz auf die Familie. Den können wir. Achso. Das ist ja schon mein Erbe. Den kann ich noch nicht in die Schule schicken. So. Zwei geheime Aktionen. Warte mal. Da gehen wir doch einmal bei meinen geheimen Geheimaktionen näher. Was? Keine Ahnung. Gute Aurelle Konvertierung. Brauchen wir hier oben nicht. Ah, hallo. Ist auf jeden Fall heftig, weil du Level 2 bist und er Level 4. So, ja, doch. Gut, dann schauen wir uns noch kurz an, was die nächste Runde uns bringt. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Ah, es war schon ärgerlich, dass ich nicht aufgenommen habe. Aber naja, so habe ich jetzt immer noch den... Alter, jetzt kommt die... so habe ich immer noch den, meinen General, der ist aufgestiegen und alles ist schön. Passt. Okay, der wird jetzt... Der wird jetzt ausgebildet. Gemeuchelt. Ein Feind hat versucht, ihren Agenten zu rekrutieren. Hat diesen aber stattdessen gemeuchelt. Alter, sabotiert. Kind geboren, super. Mission fehlgeschlagen. Ja. Okay, also. Haben wir das nicht schon? Okay, egal. Also, das lese ich noch
kurz vor. Wer das nicht lesen will, der, den sage ich schon mal tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf der Suche nach ihren entführten Töchtern. Entführten Töchter Persephone machte die Göttin Demeter in der Stadt Eleusis Pause. Die alte Frau verkleidete... Nee. Wieso die? Als alte Frau verkleidet, kümmerte sie sich um Triptolemos, den Sohn der Königin, und lehrte ihn die Geheimnisse des Ackerbaus. Solche Mythen inspirieren die jährlichen Feste der Mysterien. Die kleineren Mysterien im Frühling waren Reinigungsriten. Die Priester opferten Ferkel und badeten im Fluss Elissos, irgendwie so, als Vorbereitung auf die größeren Mysterien. Diese fanden im Spätsommer statt und dauerten 10 Tage. Nach weiteren Reinigungen liefen die Priester von Athen zum Tempel von Eleusis und erzählten sich zur Unterhaltung Demeteres derbe Witze. Bei ihrer Ankunft hielten sie eine Nachtwache und nahmen einen Trank aus Polei-Minze zu sich. Der Kikeron genannt wurde. Auf den Höhepunkt des Festes betraten sie die Telesterion, den Mysterientempel, und die Mysterien wurden enthüllt. Diese Riten wurden nur Priestern erzählt und sie sind noch heute ein Geheimnis. Plus 4 kultureller Einfluss und plus 4 öffentliche Ordnung. Super! Gut, dann schauen wir mal kurz hier rein. Und ja, dann ja. Und die hier geblieben sind, auch euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!